Ich freue mich sehr, sozusagen die Veranstaltung heute eröffnen zu dürfen mit dem Titel Wie Sportmarken oder wie Brands wachsen über Purpose. How Brands Grow Through Purpose. Vielleicht mal ganz kurz, als ich selbst Student war und hier in der Mitte das Bild mit dem China-Buch, fand ich immer besonders spannend bei solchen Vorträgen. Was ist denn der Typ da überhaupt? Wo kommt der überhaupt her? Kann der ein bisschen mehr was über sich erzählen, bevor er gleich mit der Thematik einsteigt? Und in diesem Sinne möchte ich auch ganz kurz mich vorstellen. Also hier ein paar kleine Bilder, verheiratet, drei Kinder. Hat natürlich einen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit, Zukunftsgeneration. Ihr seid Zukunftsgeneration. Meine Kinder sind noch ein bisschen jünger, sind noch mehr Zukunftsgeneration. Also das ist vielleicht der erste Bezugspunkt. Dann, als ich ein kleines Kind war, ich komme aus einem kleinen Ort in Baden-Württemberg, gab es für mich zwei große Kindheitsträume. Das eine war, eines Tages beruflich mal in der Sportwelt zu arbeiten. In meiner Idealvorstellung wäre das vielleicht sowas wie Fußball-Nationaltorhüter gewesen. Das hat nicht funktioniert, kann ich gleich sagen. Und in die Welt rauszukommen, die Welt kennenzulernen. Und mir ist es tatsächlich jetzt gelungen, im Laufe der letzten 20 Jahre zumindest mal nicht als Profisportler, aber in der Sportartikelbranche zu arbeiten und auf verschiedenen Stationen Lateinamerika, Südamerika, aber auch letztendlich in der ganzen Welt bei Sportveranstaltungen dabei zu sein. Also das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung und hoffentlich gibt es euch ein bisschen Mut, im Studium Gas zu geben. Da ist dann doch schon einiges möglich, was man später machen kann. Und eben nebenberuflich in Anführungszeichen war für mich die Frage immer sehr interessant, wie kann denn eigentlich ein nachhaltiges Unternehmen, wie kann eine nachhaltige Brand Strategy umgesetzt werden? Und da arbeite ich unter anderem eben auch beim Campus. Und das heißt, meine Keynote hier ist so eine Mischung zwischen praktischer Erfahrung, aber hat auch gewisse theoretische Grundpfeiler erstmal. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns erstmal so ein bisschen schön akademisch mit Definitionen beschäftigen und dann später mit den Folgebeiträgen uns so richtig in die Praxis reinbegeben können. Also vielleicht die erste Frage, die jetzt erstmal zu klären ist oder die erste Definition. Und ich weiß, ihr seid ja jetzt nicht hier explizit Marketingstudenten, ist natürlich erstmal die Frage, was ist eine Marke, was ist eine Brand? Ich habe jetzt einfach mal im Hintergrund die Definition, ihr könnt mal so drüber fliegen. Ich glaube, es ist relativ intuitiv. Es geht natürlich für das, was eine Marke repräsentiert im Sinne von Haltung, Werten, Bildern und alles, was dazugehört. Und ich versuche jetzt ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen der Definition, was erstmal eine Marke ist und dann was Purpose ist und dann zusammenzukommen, okay, was ist denn Brand Purpose oder was ist eine Brand Purpose Strategie? Gehen wir mal kurz auf fünf Kernelemente und ich habe mich jetzt in verschiedenen Quellen bedient, um einfach mal so festzusetzen, was ist Purpose oder für was gibt es eigentlich Purpose? Warum gibt es einen Purpose? Das ist jetzt keine chronologische Anordnung, das ist keine Hierarchie oder Priorität, sondern sind jetzt einfach mal, glaube ich, fast, würde ich sagen, allgemeingültige Definitionen, um was es eigentlich bei Brand Purpose geht. Also ihr seht hier Szene von Sinnhaftigkeit, was ja die deutsche Übersetzung von Purpose ist. Es kommt aber so etwas wie Kreativität, Innovationskraft entsteht durch Purpose, Steigerung von Mitarbeiter-Kundenbeziehungen, Differenzierung, was unterscheidet mich von meiner, was unterscheidet meine Marke von einer anderen Marke? Und im Marketing geht es natürlich darum, Märkte zu erschließen. Wie kann ich als Marke neue Märkte, neue Zielgruppen gewinnen? Wer sich ein bisschen mit Wirtschaft und Marketing auskennt, das sind erstmal ganz, ganz generische Marketingziele mit drin. Deswegen vielleicht nochmal tieferer Einstieg in die Definition, was vielleicht nochmal den Unterschied machen zwischen einem klassischen Marketing und einem Purpose-Marketing oder einer Purpose-Brand-Strategy. Also letztendlich geht es natürlich hier viel mehr um die ganz grundlegende Frage, warum existiert diese Marke? Für was ist die Marke eigentlich da? Also die Frage stellt sich immer, für was steht die Marke? Aber hier ist nochmal die Frage, für was ist die überhaupt auf der Welt? Was will die Marke auf der Welt bewirken letztendlich? Und die Frage ist in dem Sinne auch ein bisschen tiefer, weil es geht auch um die Frage, was für eine Haltung hat eine Marke? Und zwar gerade explizit auf Umwelt und soziale Fragen. Also was in dem Purpose-Marketing sozusagen suggeriert werden soll, ist, die Marke ist sozusagen nicht für den Eigennutz da. Die Marke, also die Existenz
Erklärung der Marke ist nicht, weil ich Geld verdienen will für mich, sondern es muss ein Gemeinwohl ansprechen. Also um das geht es letztendlich in dem ganzen Thema Brand Purpose. Und das hat natürlich sehr, sehr viel mit gesellschaftlicher, mit Umweltverantwortung zu tun. Also die Verantwortungsfrage ist in dem Sinne in Purpose Brand Strategy oder Purpose Marketing noch mal ganz anders zu stellen als in der klassischen Marketing-Definition. Und um jetzt ein bisschen wegzugehen von dieser abstrakten Definitionswelt, würde ich das gerne ein bisschen spielerisch mal ausprobieren mit euch gemeinsam. Wie man sich das vielleicht mal vorstellen kann, wenn man so in eine Situation reingeworfen wird, wo vielleicht auf den ersten Blick die Frage sich jetzt gar nicht so genau stellt, aber wir können es dann später ein bisschen simulieren und auch diskutieren. Und zwar das erste Spiel, das ich einfach anbieten möchte. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid in einer Situation mit zwei verschiedenen Personen und die Personen kennen sich nicht, die werden sich nie kennenlernen, die werden sich nie wieder treffen. Es ist also völlig anonym. Also man ist sozusagen in einem sicheren Raum und ich provoziere jetzt mal so ein bisschen den Gedanken, man könnte das tun, was für einen selbst das Beste ist und davonlaufen und da gäbe es keine langfristigen Konsequenzen. Das ist sehr, sehr situativ, dieses Gedankenspiel, das ich mit euch machen will. Und da würde jetzt sozusagen die Person 1 100 Euro erhalten in diesem Spiel. Und die Person könnte sich jetzt entscheiden, ob es die 100 Euro behalten möchte. Und ich bin jetzt, natsche ich euch so ein bisschen in so eine klassische ökonomische Denktheorie. Ein Homo economicus sollte das auch tun, weil das hätte überhaupt keine Konsequenzen für die Zukunft. Also es wäre sehr wirtschaftlich rational sinnvoll, diese 100 Euro einfach mal zu behalten. Aber dieses Spiel suggeriert jetzt, wenn er das Geld sozusagen bereit wäre, dem anderen zu geben, würde sich sozusagen noch mehr Geld generieren, in dem Fall jetzt 300. Also es könnte also praktisch die Konstellation entstehen für die Frage an den Spieler 1, behalte ich die 100 Euro ohne Konsequenzen, meine eigene Tasche kann damit machen, was ich will, oder gebe ich dem anderen Spieler 100 Euro, der dann wiederum 300 sozusagen im Topf hätte und sich dann noch entscheiden dürfte, was der als Person B tut. Jetzt mal kurz eine Abstimmung. Also wenn ihr jetzt die Person A wäret und bitte seid sehr ökonomisch in eurer Denkweise, sehr ehrlich, wer würde sich denn jetzt für 100 Euro behalten entscheiden? Und wir können nachher diskutieren, warum und weshalb und warum und weshalb nicht. Also 1, 2, 3. Ich würde mal sagen, so geschätzt, 40%, 30-40%, also die Minderheit vermutlich, ist meine Einschätzung, würde sozusagen sehr eigennutzorientiert jetzt agieren und vermutlicherweise die Mehrheit würde sozusagen denken, da lasse ich mich vielleicht mal auf diesen Deal ein, den wir jetzt dann später nochmal diskutieren können. Also diese Frage, bin ich erstmal sehr eigennutzig oder gemeinnützig habt ihr jetzt in der Form beantwortet, dass ihr jetzt erstmal in der Mehrheit sagt, okay, lass uns da mal probieren, ob es das, vielleicht spielt der andere mit und dann ist ja am Schluss noch mehr drin für mich. Und im Kern ist es auch so eine Frage, die man sich natürlich als Marketingunternehmen in seiner Positionierung stellen muss. Schaffe ich, und ich habe hier so ein paar Bilder von Marken, die das schon probiert haben, schaffe ich das sozusagen, meine Marke so zu positionieren, dass ich zumindest mal teilweise und glaubhaft schaffe, mich als gemeinnützige Marke darzustellen. Und wir können es nachher sehr, sehr kritisch diskutieren, was ihr davon haltet, von solchen Positionierungen und solchen Ansätzen. Weil da gibt es natürlich, ist es eine langfristige Beziehung, die man natürlich als Marke zu seinen Kunden eingehen möchte. Und jetzt spielen wir mal das sozusagen im zweiten Schritt. Jetzt versetzen wir uns einfach mal in die Rolle der Person B. Nochmal die Konstellation. Jetzt hat mir ja der eine schon mal vertraut. Da ist ja eine gewisse Erwartungshaltung hier. Trotzdem liegt jetzt ja mehr Tischgeld da. Also es liegt mehr Geld auf dem Tisch. Also ökonomisch wäre die Frage jetzt noch spannender. Jetzt sind es inzwischen schon 300, mit denen ich da davonlaufen könnte. Deswegen die Frage noch mal kurz Handmeldung. Wer würde jetzt die 300 behalten oder würde jetzt sozusagen teilen? Also 150, er würde also dem A wieder zurückgeben. Wäre irgendjemand bereit oder interessiert, 300 Euro zu bekommen, dass er einfach behalten kann und nachher dann sich da was Schönes davon kaufen? Oder würde die alle wieder zurückgeben? Also nochmal die Frage, wer würde die 100, die 300 dann in dem Fall behalten? Niemand.
Lass uns mal nachher austesten, ob das dann auch so standhaft bleibt. Okay, ich glaube, ihr versteht ein bisschen die Denklogik. Die Frage, die natürlich dahinter steht für eine Marke, ist natürlich erstmal die Frage, wie weit kann ich mir selbst vertrauen? Also wie weit kann ich zu solchen gemeinwohlorientierten Qualitäten oder Brand-Features, kann ich dazu stehen? Wie weit glaube ich selbst, dass es glaubhaft ist? Wie weit vertraue ich auch in die anderen? Also als Marke ist natürlich erstmal die wichtigste Stakeholder ist der Kunde. Wie weit glaube ich, dass der Kunde das auch belohnen wird? Also das wäre jetzt die Konstellation jetzt in dem zweiten Spiel. Wenn ich jetzt zeige und investiere in die Gemeinschaft, wird mein Kunde mir das sozusagen wieder zurückgeben. Beispielsweise indem, dass er meine Marke gegenüber einer anderen Marke bevorzugt oder dass er bereit ist, für meine Marke mehr zu bezahlen als von anderen. Wären typische Fragen. Hintendran, glaube ich, ist nochmal eine größere Frage und es ist natürlich eine gesellschaftliche Erwartung von außen und auch eine sehr berechtigte Frage. Wie weit vertraue ich in das System oder wie weit kann ich dazu beitragen, dass das System vielleicht sogar verändert werden muss? Und das sind ja sehr, sehr ambitionierte Ziele, wo jetzt auch wieder in der klassischen Marketing-Theorie erstmal überhaupt nicht zu stellen werden, diesen Fragen. Aber wir sehen natürlich, und wir sehen es in den folgenden Beiträgen, dass durch die Erwartungshaltung, sozial und umweltgerecht zu handeln, von außen der Druck natürlich zunimmt. Und so stellt sich natürlich diese Frage für Marken mehr denn je. Ich möchte das Ganze nochmal auf ein weiteres Niveau anheben, weil ich glaube, hinter der Frage von Sinnhaftigkeit steht auch die Frage von Gerechtigkeitssinn. Das heißt, sehr oft wird diese Frage auch legitim gestellt und kritisch diskutiert. Sollten Purpose-Driven Brands bereit sein, für Gerechtigkeit zu kämpfen? Erstmal spontan, würdet ihr sagen, eine Marke sollte für Gerechtigkeit kämpfen? Ist das wichtig für eine kommerzielle Marke, für Dinge wie Gerechtigkeit zu kaufen? Mal Handmeldung, wer glaube ja, hat eine Erwartung an eine Marke? Ja, ich schätze mal so eine Drittel, zwei Drittel vielleicht nicht. Das gehe ich mal davon aus, wenn ihr sagt zwei Drittel, dann ist das euch vielleicht gar nicht eure Annahme. Spielen wir es mal noch im Abschluss mit einem zweiten Beispiel zu. Und zwar geht es hier um eine Gerechtigkeitssorgung. Und zwar geht es um eine Teilfrage. Wie ist zu teilen? Wie ist gerecht zu teilen, geht es in der Frage. Und stellt euch einfach mal vor, das sind jetzt 1.000 Euro zu verteilen. Und es gibt drei Möglichkeiten. 50-50 oder 10% oder, sage ich mal, fast gar nichts. Also wie würde er reagieren, wenn das Angebot wäre, dass ihr einfach 5 Euro umsonst bekommt, der andere bereit 995? Wäre das für euch annehmbar, so ein Angebot? Also auch wieder hier die Gerechtigkeitsfrage. Geht es hier um Gemeinwohl? Agiert der andere sehr eigennützig? Wie reagiere ich darauf? Und das, wie gesagt, simuliert an der Marke. Weil sich tatsächlich natürlich diese Frage stellt, wie weit ist eine Marke in der Lage, aber auch gewillt, sich für das Gemeinwohl, für die Umwelt einzusetzen? Wie weit ist es bereit, wirtschaftliche Konflikte einzugehen oder auch moralische Konflikte zu bewältigen? Und wie steht die Marke zur Gerechtigkeit? Glaubt die Marke, alle sollten das Gleiche bekommen? Es sollte nach Bedürfnissen verteilt werden. Die Leute, die mehr brauchen, sollen mehr von dem bekommen. Oder die nach Leistungsverurteilung. Also das sind alles Fragen, die sich sozusagen für eine Brand, vor allen Dingen im wirtschaftlichen Kontext, sehr konkret stellen. Und um so ein bisschen die Einführung in die zwei weiteren Beiträge zu geben, also um mit dem Kino zu abzuschließen, würde ich jetzt einmal mit folgender Hypothese rausgehen und es sehr gerne nachher diskutieren. Also meine Hypothese ist einfach mal zunächst, es lohnt sich. Marken wachsen, wenn sie Kooperationsbereitschaft signalisieren, wenn sie einfach zeigen, dass sie sich um mehr als um ihr Eigenwohl kümmern. Das ist, macht Energie frei, Kooperation, Kreativität, Innovation. Nur so kann das entstehen. Und Verhaltensethik oder in einfachen Worten, ich glaube, da ist ein ganz, ganz großes Quäntchen Psychologie mit drin. Und ich glaube gerade, dass viele Nachhaltigkeitsinnovationen nicht nur über der materiellen oder technischen Ebene gelöst werden können, sondern vor allen Dingen auch über psychologische Innovationen. Das ist meine Hypothese.
Das wäre jetzt noch mein ein Anstoß an die zwei weiteren Präsentationen. Trotzdem möchte ich euch noch zwei Gedanken mit auf den Weg geben, dass ihr vielleicht da noch auch von der anderen Seite reflektiert, die mich persönlich sehr ins Nachdenken gebracht haben. Seid vorsichtig. Wenn ihr eine Marke seht, die eine sehr Gemeinwohl-Positionierung, Kommunikation rausnimmt, vielleicht muss man da ein bisschen kratzen und dann ist das vielleicht doch nicht so Gemeinwohl, was im ersten Blick so winkt, also Greenwashing, diese ganze Thematik, da ist Vorsicht geboten. Weil wenn, ich glaube, eine Marke das nur deswegen tut, weil sie mal schnell ein paar Sachen mehr verkaufen will, dann ist natürlich da ein bisschen Zweifel geboten. Und mit dem kleinen Gedankenexperiment möchte ich euch sozusagen jetzt in die weiteren Panelbeiträge reinschicken und auch euch schon ein bisschen stimulieren und ins Nachdenken bringen für die abschließende Paneldiskussion. Ich hoffe, ihr nehmt da einiges mit und ich freue mich auf die weiteren Diskussionen. Vielen Dank.